Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Patrick Lärm und in diesem Video schauen wir uns mal die Durchsuchungsbefugnisse an, die wichtigsten Durchsuchungsbefugnisse in der Grundausbildung im ersten Dienstjahr. Ich werde Ihnen zeigen, welche Rechtsgrundlagen sind da relevant und, das ist ganz wichtig, ich werde Ihnen die Zielrichtung dieser Durchsuchungsbefugnisse aufzeigen. Ich werde die Durchsuchungsbefugnisse voneinander abgrenzen. Also viel Spaß dabei, wir fangen an. Ja, und los geht's. Wir schauen uns mal die wichtigsten Befugnisse der Reihe nach an. Ich habe Ihnen hier eine Straße, eine Gabelung aufgezeichnet, die natürlich Folgendes aussagen soll. Es gibt natürlich präventive und repressive Durchsuchungsbefugnisse und diesen Unterschied zwischen Prävention und Repression kennen Sie ja auch schon und das nehmen wir auch hier als Ausgangspunkt und wir schauen uns mal an, erstmal, was es da so gibt, Durchsuchung, präventiv, Durchsuchung, repressiv rechts. Es gibt eine Durchsuchungsbefugnis im BPOLG, wo ich nach Identitätspapieren durchsuchen darf. Diese Durchsuchungsbefugnis ist drin in 23.3 Satz 5 BPOLG. Der Absatz 3 kennt sehr, sehr viele Sätze, ist sehr umfangreich. Und ja, das hat sich jetzt sozusagen eingebettet in die IDF. Und Sie wissen auch, dass die Identitätsfeststellung im BPOLG durchaus vielschichtig ist. Es gibt mehrere Gründe, warum ich jemanden durchsuchen kann präventiv. Die Gründe finden wir im Absatz 1, 23 Absatz 1, Nummer 1 bis 5. Und die Rechtsfolge dieser IDF bewegt sich dann im Absatz 3. Und da kann ich natürlich alle erforderlichen Maßnahmen durchführen und so weiter und so fort. Und ich kann auch, wenn die Identitätsfeststellung nicht oder nur in erheblichen Schwierigkeiten feststellbar ist, dann kann ich eben auch die Person nach ID-Papieren durchsuchen. Ja, nicht oder nur in erheblichen Schwierigkeiten feststellbar. Das ist hier diese wichtige Klausel, die natürlich hier vorliegen muss als Voraussetzung. Und die Rechtsfolge ist dann, dass ich die Person und mitgeführte Sachen entsprechend durchsuchen kann, durchsuchen darf, aber immer mit der Zielrichtung, ich möchte Hinweise, Papiere, Dokumente finden, die auf die Identität sozusagen abzielen. Ja, Identität der Person. Und es gibt jetzt im repressiven Bereich eine identische Zielrichtung. Das ist jetzt hier der Brückenschlag, den ich jetzt hier durchführe. Das sehen Sie jetzt, die identische Zielrichtung, Rechtsdurchsuchung, repressiv. Da gibt es auch eben unsere bekannte repressive Standardmaßnahme, repressive Identitätsfeststellung im Paragraphen 163b StPO. Und ja, auch da habe ich schon Videos gemacht im Absatz 1, das habe ich auf meiner Elo-Page dargestellt. Absatz 2 beim Unverdächtigen habe ich dargestellt, hier auch auf meinem Kanal. Schauen Sie mal rein, da habe ich die entsprechenden Befugnisse auch mit der TPM-Struktur entsprechend dargestellt. Genau, also diese Unterscheidung Absatz 1, Absatz 2 ist auf jeden Fall klar. TV, UV, damit ist gemeint, Absatz 1 ist mein Adressat, der Tatverdächtige. Bitte aufpassen, es ist nicht der Beschuldigte, noch nicht. Ja, der muss noch nicht vorliegen hier bei 163b. Und Absatz 2 ist das mein Unverdächtiger. Ja, okay. Und genau hier haben wir dieselbe Zielrichtung, identische Zielrichtung mit 23.3 Satz 5. Ich möchte Identitätsdokumente finden, ID-Papiere. Ich kann die Person und mitgeführte Sachen durchsuchen und aufpassen. Auch hier muss diese Voraussetzung vorliegen. Die Identitätsfeststellung ist nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten sozusagen durchführbar, feststellbar. Und ja, das ist diese Voraussetzung, die habe ich jetzt hier nochmal ergänzt, hier nochmal visuell ergänzt, also nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten, das ist die Voraussetzung. Wann das vorliegt, das habe ich auch in den IDF-Befugnissen 23 und auch im 163b entsprechend erklärt. Wichtig ist, dass jetzt hier schon die Voraussetzungen für eine Freiheitsentziehung vorliegen und Achtung, Freiheitsentziehung unterliegen ja dem Richtervorbehalt. Das ist auch nochmal ganz wichtig hier zu wissen. Ja. Also je nachdem, wie ich mich entscheide, präventiv, ja, zur Gefahrenabwehr im weitesten Sinne, BPOLG, oder ich durchsuche repressiv, da habe ich 163b, das dient natürlich zur Sicherung des Strafverfahrens, wir möchten die ladungsfähige Adresse feststellen des Verdächtigen, das wäre ein Grund unter anderem, der Hauptgrund, warum man im repressiven Bereich jetzt nach 163b1 durchsucht, ja, Absatz 1 der TV, das ist so der Hauptanwendungsfall.
Ja, dann bleibe ich mal hier repressiv. Schauen wir uns mal eine weitere Durchsuchungsbefugnis an. Wie gesagt, ich konzentriere mich hier auf die wichtigsten Durchsuchungsbefugnisse. Mir geht es nicht darum, vollumfänglich alle Durchsuchungsbefugnisse hier, die wir noch haben, möglicherweise auch im Aufenthaltsgesetz oder sonst wo noch darzustellen. Mir geht es hier um die Grundausbildung, mir geht es hier um die Basics und eine wichtige Durchsuchungsbefugnis, die da noch eine Rolle spielt, ist der 100-205. Und aus meiner Erfahrung her werden gerade diese Durchsuchungsbefugnisse 100-205 und auch 163b, diese beiden, die Sie jetzt hier rechts sehen, repressiv, werden durchaus hin und wieder mal durcheinander gehauen. Und mein Ziel ist jetzt hier mit dem Video ein bisschen für Klarheit zu schaffen und jetzt auch die Zielrichtungen entsprechend abzugrenzen. Bei 163b haben wir ja gesagt, wir durchsuchen nach ID-Papieren. In 100-205 geht es nicht um die Identitätsfeststellung. Es hat einen völlig anderen Hintergrund. Es gibt zwei Hauptzielrichtungen bei 100-205. Einmal die Ergreifung des Verdächtigten, ja, oder Verdächtigen, ja. Jetzt habe ich auch schon Sprachprobleme. Das ist jetzt, findet jetzt Anwendung unter anderem bei Wohnungsdurchsuchungen. Und dann eine andere Zielrichtung auch noch, die Suche nach Beweismitteln. Und gerade wenn ich zum Beispiel draußen vor Ort bin, im Bereich von Diebstahlsdelikten oder Tatverdacht bezüglich Diebstahl und so weiter, wo ich jetzt vielleicht der Meinung bin und die Erfahrung habe und ja die Vermutung habe, Mensch, er könnte das Diebesgut bei sich haben, dann könnte ich ihn, also den Verdächtigen, jetzt auch nach Beweismitteln durchsuchen. Diese Zielrichtung hier unten, die markiere ich mir jetzt mal gelb, denn die ist sehr, sehr wichtig, auch in Ad-hoc-Situationen, Suche nach Beweismitteln 100-205. Und denken Sie bitte auch daran, dass Sie diesen Paragraph auch immer mit 105 in Verbindung bringen. Warum hier 105? Da ist die Anordnungsbefugnis drin und anordnen darf diese Maßnahme grundsätzlich nur der Richter, Stichwort Richtervorbehalt. Ganz wichtig, bitte hier entsprechend beachten, auch beim Zitieren der Rechtsgrundlage. Okay, dann schauen wir mal hier links rein, Durchsuchung präventiv. Es gibt noch eine weitere Durchsuchungsmöglichkeit im BPOLG, ein wichtiger Paragraph, der sich jetzt nur um die Durchsuchung kümmert. 43 BPOLG, da geht es um die Durchsuchung von Personen. Ja, das müssen wir uns auch mal hier markieren. Und da gibt es jetzt durchaus unterschiedliche Zielrichtungen, unterschiedliche Nummern, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Und jede Nummer in 43 hat jetzt eigentlich eine komplett andere Zielrichtung. Ja? Und die wichtigsten Zielrichtungen oder die wichtigste Zielrichtung, die ich hier hervorheben möchte mit diesem Video, ist die Durchsuchungsmaßnahme zur Eigensicherung. Und da gibt es zwei Nummern im 43er, wo ich nach oder wo ich mit der Zielrichtung Eigensicherung durchsuchen kann. Das ist der 43.1 Nummer 1 und der 43.3 BPOLG. Und schauen Sie mal hier oben dann gleich. Ich blende es dann ein. Ich habe ein spezielles Video gemacht zum 43er und insbesondere zu den Eigensicherungsdurchsuchungen. Da habe ich ein separates Video gemacht, weil mir das so wichtig war und weil es eben auch für die Praxis ja Leben retten kann und so weiter. Ganz wichtige Befugnis für uns selber, ja, um uns selber sozusagen zu sichern, ja. Genau, also 43 Durchsuchungen von Personen. Und man muss das Ganze nochmal abrunden. Es gibt natürlich auch noch den 44er, der ist sozusagen, ja, als Ergänzung dazu zu sehen, 44 die Durchsuchung von Sachen. Und ja, da gibt es jetzt auch unterschiedliche Zielrichtungen, unter anderem auch jetzt im 43er, also im 44er gleich die erste Nummer, die Durchsuchung einer Sache, wenn sie von einer Person mitgeführt wird, die nach 43 durchsucht werden darf. Also hier wird auf 43 Bezug genommen. Wenn ich eine Person nach 43 durchsuchen kann, wenn irgendein Grund dort einschlägig ist, dann kann ich auch gleichzeitig mitgeführte Sachen entsprechend durchsuchen. Macht auch Sinn. Denken Sie bitte an die eigene Sicherung. Ich kann nach 43 1 Nummer 1 jemanden durchsuchen, wenn dieser festgehalten wird, wenn dieserjenige sich im Rahmen einer Freiheitsentziehung
bewegt und aufhält. Ich kann die Person durchsuchen und selbstverständlich, wenn Sie an Eigensicherung denken, ja, auch die mitgeführten Sachen sind da interessant. Stichwort, wenn dort Messer drin sind oder andere gefährliche Gegenstände, die uns möglicherweise gefährlich werden können oder mit denen sich die Person möglicherweise auch verletzen kann, auch daran muss man ja immer denken, dann kann ich nach 44 jetzt auch diese Sachen durchsuchen, also selbstverständlich, ne? Es gibt auch im 44er noch einen relevanten Paragraph, das ist der 44 Absatz 2, der im Grenzgebiet sicherlich sehr, sehr wichtig ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal in Autos oder ja, in Autos hineinschauen muss, wenn ich Autos durchsuchen muss, rein präventiv im 30 Kilometer Grenzbereich. Das wäre auch noch eine wichtige Hausnummer, die man sich merken kann. Ansonsten bin ich für heute hier durch. Ich fasse nochmal zusammen. Wir kennen im ersten Dienstjahr diese Unterscheidung, die ja auch generell sehr wichtig ist, auch im gesamten Ausbildungsverlauf. Prävention und Repression. Und wir haben auf jeden Fall Durchsuchungsmöglichkeiten im Bereich der IDFs. Ja, da bitte darauf achten. Wichtige Voraussetzung, die ich prüfen muss, ist die Identitätsfeststellung nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten feststellbar, durchführbar. Da liegen hier die Voraussetzungen für eine Freiheitsentziehung vor. Dann kann ich auch durchsuchen nach ID-Papieren, entweder präventiv zur Gefahrenabwehr oder repressiv, entsprechend zur Sicherung des Strafverfahrens. Und im repressiven Bereich habe ich noch 100-205. Merken Sie sich, ganz wichtig für die Ad-hoc-Situation draußen vor Ort, die Suche nach Beweismitteln beim Verdächtigen. Ja, bitte beachten Sie aber auch hier grundsätzlich Richtervorbehalt, Ausnahmen bei Gefahr im Verzug. Dann dürfen es auch die Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft. Und meines Erachtens hier im präventiven Bereich, und damit komme ich zum Schluss, die Eigensicherungsdurchsuchungen im 43er sind hier sehr, sehr wichtig. Die muss ich kennen, 43.1 Nummer 1 und 43.3. Wie gesagt, dazu habe ich schon ein separates Video gemacht. Und natürlich kann ich auch, wenn ich jetzt eine Person nach 43 durchsuche, auch die mitgeführten Sachen entsprechend durchsuchen mit derselben Zielrichtung, zum Beispiel zur Eigensicherung, ne? Um dort entsprechend gefährliche Gegenstände zu finden, ja? Oder auszuschließen, dass er sie dabei hat. Okay, ich bin soweit durch. Ich hoffe, ich konnte Ihnen eine kleine Hilfestellung leisten, auch im Hinblick auf die möglichen Klausuren, dass ich einfach weiß, mit welcher Zielrichtung ich hier rangehe an die Maßnahme und natürlich auch für die Praxis, für die Situation, die man so durchspielt. Und ja, da muss ich immer wissen, wo ich stehe, welche Zielrichtung ich verfolge. Und diese Zielrichtung muss ich natürlich auch dem Bürger transparent machen, damit er das nachvollziehen kann. Das ist auch ein alter rechtsstaatlicher Grundsatz, den wir beherrschen müssen. Und dazu ist eben auch dieses Video nochmal gut. Ansonsten, ja, hinterlassen Sie mir einen Daumen nach oben, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat. Das ist jetzt mal wieder ein Video gewesen für die Grundausbildung. Ich werde mich aber auch, und das haben Sie bestimmt schon gesehen, in der letzten Zeit auch auf das zweite Dienstjahr hier konzentrieren, vermehrt. Ich werde hier und da nochmal ein Video machen zur Grundausbildung. Aber die wichtigsten Dinge habe ich schon dargestellt im Bereich der Grundausbildung. Da kommt noch ein bisschen was, kann ich noch machen, okay. Ich will aber auch weiterarbeiten im zweiten Dienstjahr für die Kollegen. Und natürlich auch im Bereich Zwang möchte ich weiterarbeiten. Da ist noch einiges zu tun. In diesem Sinne, bleiben Sie mir treu. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder mal reinschauen. Und ja, bis demnächst. Ihr Patrick Lern.